herzlich willkommen, lieber Wassermann, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind im Monat Oktober natürlich und das ist der Zeitraum 15. bis 21.10.2018. Schön, dass du wieder da bist und wir gucken, welche Energien in dieser Woche für dich relevant sind, was du gebrauchen kannst. Du ziehst dir das raus, was dir hilft. Alles andere lässt du weg. Es ist ja eine allgemeine Legung. Entscheiden und handeln musst du natürlich selbst. Das können dir die Karten nicht abnehmen, aber sie können dir Hinweise geben. So, schauen wir mal, welche Energien so um dich herum agieren, was los ist in deinem Umkreis. So, und da haben wir den Wagen. Das bedeutet, es geht rund. Alle sind in Bewegung, es tut sich was, es bewegt sich was um dich herum. Das ist ja schön. Da ist richtig was los. So, und dann gucken wir mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Dann haben wir deinen Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, das, was gut ist für dich und das, was nicht so gut ist für dich und den möglichen Ausgang in dieser Woche. So, und dann haben wir ja das zweite Kartendeck und da gucken wir mal, was die einzelnen Wochentage so bieten. Wie gesagt, das kann auch schon mal den ein oder anderen Tag variieren. Das muss jetzt nicht genau der Tag sein, aber du erinnerst dich dann, wenn du die Legung gesehen hast und weißt, was das vielleicht für dich bedeuten kann. Gucken wir mal, welche Energien du nach außen hin zeigst, was du so mitbringst in dieser Woche. So, da haben wir die Welt. Das ist ein Neuanfang, ein Neubeginn. Du hast einen Zyklus beendet und beginnst etwas Neues. Das heißt, frisch, frei, fröhlich und dynamisch. Sehr schön. Das sieht ja schön aus. So, dann gucken wir mal den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. So, jetzt fangen wir natürlich an, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Wir haben die 4 der Stäbe. Das ist ein gutes Fundament, das ist Familie, das ist Sicherheit. Du musst das so vorstellen, das sind so die 4 Wände, in denen du dich geborgen fühlst. Also du fühlst dich eigentlich rundum wohl und sicher und auch geborgen. Kann natürlich auch bedeuten, dass du in Feierlaune bist oder dass du eine gute Verbindung hast mit Partner, Partnerin. Also einfach, du bist zufrieden. Das ist ja schon mal sehr schön. Dein Wunsch in dieser Woche? 5 der Schwerter. Das ist ja nun auch deine Energie, Luftenergie. 5 der Schwerter bedeutet, es gibt keinen Sieger. Jemand, ja, steht da und der andere wendet sich ab. Also es gibt keine Sieger in diesem Kampf, aber vielleicht musst du einen Kampf austragen. Oder, ja, aber es ist dein Wunsch, diese Sache zu bereinigen. Gucken wir gleich mal genauer nach. Was sind deine Hoffnungen und Ängste? Prinz der Münzen. Hoffnung und Ängste, das kann einerseits bedeuten, also Prinz der Münzen ist ja eine langsame, stetige Energie mit Disziplin, auf jeden Fall das Ziel erreichen. Das kann jetzt eine Hoffnung sein, das kann aber auch Angst sein, dass dir das zu lange dauert. Ja, da müssen wir nachher mal schauen, dass du nicht schnell genug zum Ergebnis kommst. Ne? Was gut ist für dich in dieser Woche, ist die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche ist eine gewisse Traurigkeit, Sentimentalität, zurückblicken, ohne zu sehen, was sich einem bietet. Vielleicht ist es einfach gut, einen Blick zurückzuwagen. Vielleicht auch im Hinblick hier auf diesen Konflikt, dass du die Sache nochmal überdenkst, nochmal drüber nachdenkst, auch wenn du gekränkt wurdest oder geknickt bist oder so, dass du dir nochmal überlegst, ist es das wert? Habe ich nicht selber auch dazu beigetragen? Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, weil das auf der Position steht gut für dich. Und 5 der Kelche ist immer auch eine gewisse Traurigkeit. Und Traurigkeit kann uns insofern helfen, dass sie uns über Dinge hinweg hilft. Ja, nicht sofort, aber mit der Zeit. So, dann haben wir nicht gut für dich in dieser Woche, ist die Prinzessin der Schwerter. Das ist auch deine Energie, Luftenergie, Schwertenergie.
Und das bedeutet, dass du vielleicht in dieser Woche, ich sag mal, nicht zu harsch reagieren solltest, vielleicht auch, wie gesagt, auf den Konflikt bezogen. Du bist ja vielleicht ein bisschen sentimental, aber du solltest halt wahrscheinlich nicht zu harsch reagieren, nicht zu schnell Dinge äußern, die dir vielleicht nachher leid tun könnten. Also überlegt handeln natürlich, aber Prinzessin der Schwerter ist halt auch sehr direkt, sehr, ne, so ein bisschen auch aktionsbezogen. Also, dass du aus der Lameng heraus, aus dem Geschehen heraus einfach vielleicht zu schnell reagierst und Dinge sagst, die mehr Schaden anrichten, als dass sie nützen, wäre jetzt so meine Intuition. Der mögliche Ausgang: drei der Kelche. Das bedeutet, es kann etwas zu feiern geben. Das ist doch gut, wenn man diesen Konflikt ordentlich bereinigen kann, ordentlich über die Dinge sprechen kann. Wunderbar. Gucken wir mal Montag. Da haben wir Kommunikation, die acht der Stäbe. Das ist, wie gesagt, sehr schön. Sprechen hin und her. Ne? Kommunikation ist immer gut. Vielleicht auch was präsentieren. Ne? Kann auch eine kleine Reise bedeuten. Aber meistens heißt es Kommunikation. Am Dienstag haben wir das Ass der Münzen. Da bietet sich dir eine Möglichkeit auf finanziellen Erfolg. Dinge neu anfangen, vielleicht neuer Job, vielleicht eine neue Möglichkeit, nebenbei Geld zu verdienen. Also es bietet sich dir etwas und das solltest du nutzen. Am Mittwoch haben wir das Ass der Schwerter, das ist die Wahrheitsfindung, das ist hier die Gespräche und hier, also wir haben viel mit klärenden Gesprächen, Neubeginne, ja, du hast ja auch die Welt, um dich herum ist der Wagen, da ist auch viel Bewegung, ja, also es tut sich einiges, ne? Finanziell und hier auch sachlich und klar und alte Zöpfe hinter sich lassen, Dinge, die nichts mehr nützen, ja, abschneiden. Wir gucken mal weiter, der Donnerstag. Da haben wir die Neun der Schwerter. Da passiert vielleicht einfach zu viel für dich, weil du irgendwo da nicht mehr nachkommst. Ja? Du hast so viel am Start, Kommunikation, Ass der Münzen, Ass der Schwerter, das überfordert dich vielleicht auch ein bisschen. Ist ja auch verständlich. So viele Neubeginne und um dich herum wuseln die anderen und haben selber auch Dinge am Start und kümmern sich und machen und tun. Könnte ein bisschen stressig für dich werden und deswegen auch vielleicht ja dieses Gedankenchaos. Gucken wir mal am Freitag. Da haben wir die drei der Schwerter. Da ist Enttäuschung, da ist möglicherweise Herzschmerz. Da muss man halt schauen, ob das mit diesem Abschneiden zu tun hat, dass du Menschen einfach auch aus deinem Leben schmeißt oder ob jemand dich aus dem Leben, aus seinem Leben oder ihrem Leben geschmissen hat. Wir gucken mal weiter. Am Samstag haben wir auch den Ritter der Schwerter, so ähnlich wie die Prinzessin der Schwerter. Da ist auch, ich sag mal, jemand, der reinrauscht. Kann auch sein, wütend, ne? Weil wir haben den Konflikt hier. Gucken wir mal weiter. Am Sonntag haben wir Königin der Schwerter. Das kann bedeuten, entweder, dass du dich sozusagen vom Ritter zur Königin entwickelst, das ist unabhängig vom Geschlecht, dass du, ich sag mal, weißt, was du schon erlebt hast und damit sagen kannst, so, mir macht keiner mehr was vor, ich sage, was ich denke, ich tue, was ich will, aber ich weiß, wie ich das angehe. Der Ritter ist da ein bisschen unbedachter, ja, wie soll ich sagen, unkontrollierter, ja. Vielleicht überlegst du dir das am Wochenende da. Aber wir gucken mal näher rein. Mich würde jetzt als erstes interessieren, und jetzt fliegen schon die Karten. Okay. Das ist klar, dein Zuhause, du fühlst dich wohl, aber hier haben wir den Konflikt und die Karte ist gerade rausgesprungen. Das ist die 9 der Kelche umgedreht. Das heißt, es hat sich ein Wunsch von dir nicht erfüllt und deswegen bist du kritisch. Vielleicht auch dir selber gegenüber, das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal. Aber du hast den Stern, deine Karte und die Kraft, das überwindest du. Ja, auch wenn du eine Niederlage einstecken musst, wenn das nicht so auf Anhieb klappt, das steckst du weg. Du bist halt, glaube ich, hier einfach enttäuscht, dass sich dieser Wunsch nicht erfüllt hat. Aber du bist genug du selbst und hast die Kraft, das zu überwinden. Das finde ich gut. So, dann haben wir den Ritter der Münzen. Und da geht es darum, neue Dinge zu entdecken und Altes hinter sich zu lassen mit einem positiven Neuanfang. Sehr gut.
Gut für dich war die 5 der Kelche. Und da bist du halt, du weißt noch nicht so recht, wo die Reise hingehen soll. Das ist der Konflikt. Hier hat sich was nicht erfüllt und du denkst daran, wenn ich das jetzt mache, dann klappt das auch nicht. Aber deine Gefühle leiten dich. Ja? Lass dich ruhig ein bisschen von deinen Gefühlen leiten. Das ist schon okay. Dann haben wir Prinzessin der Schwerter. Das ist die Energie, die nicht so gut ist in dieser Woche. Das ist, dass du keine Entscheidung triffst, Angst hast, Entscheidungen zu treffen und hervorzukommen. Und auch die 4 der Münzen an irgendwelchen alten Klamotten festzuhalten. Das solltest du nicht. Du solltest deinem Gefühl Raum geben. Ja? Gib deinem Gefühl Raum. Und dann hast du mit den 3 der Kelche was zu feiern. Und das ist das Rad des Schicksals. Wenn du deine Gefühle zulässt, wenn du dich darauf einlässt und so weiter, geht es positiv voran. Ja? Und du hast hier den Stern, du hast hier den Stern, war da. Ja? Also alles gut. Kommunikation ist klar. Ass der Münzen ist wieder so eine Entscheidung, die dir ja, schlaflose Nächte bereitet. Ja? Aber durch Kommunikation, denke ich, wirst du einen Ratgeber finden, jemanden, der dir gut dazu raten kann, der dich, ja, ich sag mal, positiv beeinflussen kann und der dir helfen kann, die Entscheidung zu treffen. Wichtig ist auf jeden Fall, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Ass der Schwerter, kämpfen bis zum Letzten für die Wahrheit und natürlich das liebevolle Angebot, dass dich jemand unterstützen möchte und das mit Leidenschaft. Sollte man annehmen. So, dann haben wir Donnerstag dieses Gedankenchaos. Aber durch diese nette Geste und die Dinge, die um dich herum sind, ja, wunderbar. Am Freitag haben wir den Herzschmerz und den Turm. Das heißt, deine Gedanken werden geklärt durch deine nette Umgebung, also die Leute um dich herum. Und der Herzschmerz, den du wahrscheinlich mit dir rumträgst, ist endgültig passé. Das hat auch hier mit dem Neuanfang zu tun. Ja, das ist wunderbar. Denn die Liebe schafft auch den größten Herzschmerz, ja, sozusagen zu verbinden. Am Samstag hast du den Ritter der Schwerter und damit kannst du sehr viel Erfolg haben. Und nochmal die 3 der Kelche. So, und dann haben wir am Sonntag 2-mal die Königin der Schwerter. Das heißt, du bist gewachsen. Du bist vom Ritter der Schwerter zur Königin aufgestiegen. Ja? Ja, lieber Wassermann, da hat sich ja einiges getan oder wird sich tun in der Woche. Du hast sehr viel Glück, sehr viel liebevolle Energien um dich herum. Der Wagen ist erfolgversprechend, der Stern. Ja? Und du selber fühlst dich ja auch wohl und du hast auch allen Grund dazu. Kommunikation ist da und alles, was schwierig läuft, da sind direkt Leute da, die dir das Händchen halten. Also schöner kann es ja eigentlich nicht sein. Und das ist die Orakelkarte und das kommt jetzt natürlich passend, wenn es einem so gut geht, der Neid. Ich bin wie alle anderen, nur bin ich vor meine eigenen Herausforderungen gestellt. So, das sieht jetzt alles bei dir so leicht aus. Und vielleicht ist der ein oder andere Neider auch dabei, ja. Aber auch du, genauso wie alle anderen, hat sein Päckchen zu tragen. Und deswegen ist Neid auch, ich sag mal, dir gegenüber unangebracht. Umgekehrt natürlich genauso, ja. Man weiß nicht, was dahinter steckt. Und vielleicht sollte man froh sein, dass man das nicht alles weiß. So, deine Engelkarte ist positives Denken. Wenn du eine positive Lebenseinstellung hast, werden all deine Gedanken, Worte und Taten von einem Energiestrom getragen, der eine sehr hohe Schwingung hat. Das beeinflusst auch die Menschen in deiner Umgebung, sodass sie dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Auch die Engel spüren die Macht deines positiven Denkens und werden dich bei der Verwirklichung deiner Pläne unterstützen. Du kannst dir deine Gedanken und deine innere Einstellung selbst aussuchen. Also konzentriere dich darauf, dass in alle Bereiche deines Lebens Liebe, Reichtum und Erfolg einkehren. Dieses positive Denken wird dich glücklich machen und dir Erfüllung schenken. Du wirst gesund und voller Vitalität sein. Die Affirmation, ich bin stark und betrachte alles von der positiven Seite. Das ist doch schön.
Das ist genau das. Ne? Du hast auch Leute, die dich auf positives Denken bringen, die dich unterstützen und dir auch dieses Gefühl geben können, ja, dass du sicher und geborgen bist. Und das ist doch wunderbar. Schätze dich glücklich. Ne? Sieh das auch, was um dich herum geschieht, wie sehr dich die Leute auch, ich sag mal, unterstützen. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Und ja, sei dankbar. Sei dankbar dafür. Ich hoffe, du konntest da einiges rausziehen und würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und ganz besonders, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, lieber Wassermann. Ich wünsche dir eine tolle Woche und bis bald. Tschüss!